Letzter Sonntag war der letzte Tag in Österreich ohne Ausgangsbeschränkung. Und da haben wir uns gedacht, wir treffen uns noch einmal an den Radfahren. Wir waren unterwegs zu sechs. Am Anfang fahren wir es mal ein am klassischen Starttrail. Später treten wir noch hoch zum Schachner Trail und zur Jumpline. Ork, ork, ork. Für ein paar von den Leuten war das erste Mal, dass sie auf dem Trail fahren. Aber für mich anscheinend auch. Ich dachte, ich habe mein Pedal verloren, aber es war noch da. Alles gut. Den Reifen und Profil haben. Das kenne ich gar nicht mehr. Nice. Fährst du voraus? Ich fahr raus, ich kenne einen Trail. Der Dennis, der mit war, hat sein nagelneues Specialized Enduro mitgehabt. Mit dem ist er zuvor auch noch nie gefahren. Und er hat gesagt, ich darf mal eine Runde fahren damit. Ich bin noch nie auf so einem Bike gesessen. Es hat einen Coil Shock. Ich fahre ja einen Luftdämpfer. Und ich muss sagen, das sind echt Welten dazwischen. Das bringt mir zum Überlegen, ob ich nicht auch einen Coil Shock fürs Canyon hole. Man merkt natürlich, Lava fahren, Preisunterschied. Das Rad fühlt sich viel agiler auf dem Trail an und haftet auch viel mehr. Also definitiv ein Rad, mit dem wir auch leben können. Mein Hintergreifen hat gerade mein Popo geküsst. Ja, hat er.